Es ist natürlich schön, wenn man Derby gewinnt und 3 Tage später hast du so ein wichtiges Spiel, ein Halbfinalspiel, aber gegen ja, enorm starke Mannschaft. Daher glaube ich schon, dass wir mit einer breiteren Brust ins Spiel gehen, aber trotzdem ja, hochkonzentriert. Dass das, ich glaube, für jeden, auch für die Spieler, auch für die Verantwortlichen, die es schon erlebt haben, was ganz Besonderes ist, dieses Pokalendspiel, dieses ganze Drumherum. Ja, da kann ich auch für mich sprechen. Das war immer so ein Traum. Eins ist natürlich klar, ich meine, Frankfurt wird sich morgen zerreißen. Jeder einzelne Spieler, die wollen ins Finale, die wollen nach Berlin, waren es letztes Jahr schon, wollen es jetzt wiederholen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie großartig irgendwo noch in den Köpfen rumschwirrt. Wir machen uns wenig Hoffnung, das war Ihre Ausgangsfrage, dass es jetzt da in Frankfurt vielleicht Diskussionen gibt, dass es dazu führen könnte, dass wir auf einen Gegner treffen, der verunsichert ist. Also da bin ich ganz, ganz sicher, dass das nicht der Fall ist. Leider.